Leute, hallo erstmal. Vielleicht sieht man im Hintergrund, wo ich hier gerade bin. Also ich komme jetzt gerade von der Dekra mit dem Moped. Hat alles super geklappt. Gab natürlich einen Haufen Fragen zum Rahmenwechsel und alles, aber ich muss euch sagen, das lief jetzt, nachdem ich vor im Vorfeld so viel Scherereien hatte oder Ärger, wie man auch will, mit dem Besorgen von allen Unterlagen. Lief das eigentlich sehr unproblematisch und gut durch. Moped, ne, hat natürlich mit Bravour bestanden. Ne? Alles gut, alles funktioniert, alles schick. Ne? Also ich bin happy. Ja, ganz kurz noch was zu den Gebühren. Wie ich hier war zum Einschlagen der Rahmennummer, das hat natürlich in dem Moment der gute Mann nicht berechnet. Er sagt, ich muss sowieso noch mit der herkommen, damit eine Vollabnahme gemacht werden kann. Das ist jetzt passiert. Und was soll ich sagen? Ja, insgesamt hat der Spaß 155,10 € gekostet, also Einschlagen der Nummer inklusive Abnahme. Ja, jetzt ist der nächste Gang zum Amt. Und da werde ich jetzt mir praktisch die Betriebserlaubnis bzw. eine kleine Zulassung holen, damit man eben dann nachher auch nachweist, dass du da auf mit auf der Straße fahren kannst. So. Also das zu meinen Erfahrungen. Ne? Also wer das alles machen will, kann sich ja gerne an diese Anleitung halten. Es geht natürlich auch einfacher, indem man die Rahmen immer selber einschlägt, aber das ist eben wie gesagt nicht erlaubt und kann eben auch nach hinten losgehen. Ich komme gerade vom Amt, habe jetzt auch die letzte Bescheinigung, praktisch wie eine kleine Zulassung, die man nachher immer so bei sich führt, ist das oder ersetzt eben, wenn man das will, die Betriebserlaubnis oder auch das Papier, was vom KBA sonst eigentlich ausgestellt wird. Das ist das im Prinzip das Pendant dazu, aber eben jetzt über die Angelegenheit Dekra, Einzelabnahme, Amt und. Hat auch nochmal 39,80 € gekostet hier beim Amt, dass das jetzt eben, sag mal, komplett vernünftig ausgestellt ist. Ja. Es war ein weiter und steiniger Weg, muss ich sagen, hat viel Zeit und auch Nerven gekostet, bis man dann eben weiß, wie es eben offiziell funktioniert oder wie man es machen kann, damit es eben funktioniert. Ich hoffe, dass ich euch allen damit so ein bisschen, sag mal, den Weg vielleicht zeigen konnte, wie es hier bei uns in Schwerin funktioniert oder bei Schwerin. Ob es in einem Landkreis oder in einem Bundesland anders läuft, das kann ich natürlich nicht sagen. Da musste man sich dann erkundigen, auch was die Kosten angeht. Also ich fand es hier schon sehr intensiv von den Kosten her. Ich habe mal so über den Daumen knappe 500 € nur alleine, um den Rahmen zu kaufen, die Nummer einzuschlagen und nachher, sage ich mal, das Moped wieder zusammenzubauen und auf die Straße zu kriegen, wenn man jetzt nichts anderes weiter investieren muss, weil nur der Rahmen, sage ich mal, vielleicht gerissen oder gebrochen ist oder verzogen ist. Also das ist schon viel Geld, finde ich, für nur um den Rahmentausch vorzunehmen mit allen offiziellen Papieren. Aber jetzt ist es eben safe, das Moped. Es braucht der gute Mann hier keine Angst haben, wenn er an der Straßenseite die Sheriffs sieht und die winken ihn rein. Das ist alles gut. Er hat seine ganzen Papiere dafür. Und naja, ich bin glücklich, er ist glücklich, alle sind glücklich. Und in diesem Sinne wünsche ich natürlich allen euch immer eine gute Fahrt, viel Spaß beim Schrauben. Und wie hat der Dekra-Mann zu mir gesagt, am Ende des Tages fahren wir in Deutschland mehr Simsons auf der Straße, als jemals in Suhl vom Band gelaufen sind. Ich habe bloß nicht verstanden, wie er das so meint.